Hallo, nachdem ich jetzt ein Video schon gemacht habe für die Hexagons, also für die sechseckigen African Flower Grannies, möchte ich euch jetzt noch eine schöne Methode zeigen, wie ich die quadratischen African Flower Grannies mache. Die sind viel praktischer, wenn ihr quadratische Sachen machen wollt, wie zum Beispiel Kissenhüllen. Da könnt ihr natürlich ganz einfach zusammennähen und habt dann eure Form, die ihr schon braucht und müsst nicht noch am Rand nochmal auffüllen, wie bei diesen zum Beispiel. Und dann habt ihr auch eine Form für eine Decke oder ganz einfachen Taschen. Also das ist ganz toll, finde ich. Und deswegen zeige ich das jetzt bei der Gelegenheit gleich mit. Und materialmäßig benutze ich jetzt hier die Gründel Cotton Fun. Das ist ein ganz einfaches Baumwollgarn, eine Schere, eine Häkelnadel mit 3 mm Größe, eine Sticknadel zum Vernähen der Restfäden und dann kann es auch schon losgehen. Ich beginne jetzt mit dieser Rosa, mit dieser Pinkfarbe hier in der Mitte. Und zwar könnt ihr dazu am Anfang entweder einen Fadenring machen oder auch einen Anfangsknoten mit 4 Luftmaschen beginnen. Ich werde das jetzt so machen mit dem Anfangsknoten und den 4 Luftmaschen. Eins, zwei, drei und vier. Dann stecht ihr in die erste Masche ein, holt den Faden durch und gleich nochmal durch die Schlaufe auf der Nadel. Wenn ihr mit dem Anfangsknoten und mit dem Fadenring, mit dem Magic Ring noch Probleme habt und wollt das lernen, empfehle ich euch mein Video für Anfänger, was ich hier oben rechts bei dem kleinen i und auch unter dem Video nochmal verlinke. Da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Ansonsten beginnen wir jetzt ganz normal mit 3 Luftmaschen an der Stelle. Und machen jetzt in diesen kleinen Ring ein ganzes Stäbchen, dazu einen Überschlag machen, in den Ring in der Mitte einstechen, den Faden hochholen, 2 abmaschen und nochmal 2 abmaschen. Danach machen wir eine ganz normale Luftmasche. Also haben wir jetzt hier ein Ersatzstäbchen, das aus 3 Luftmaschen besteht und ein einfaches Stäbchen mit einer Luftmasche. Und diese Zweiergruppen werden wir jetzt 8-mal insgesamt machen. Immer getrennt von einer Luftmasche, das heißt, ihr macht jetzt wieder 2 Stäbchen, stecht in diesen Ring ein, 2 abmaschen, 2 abmaschen und noch ein Stäbchen, 2 abmaschen und nochmal 2 abmaschen und macht wieder eine Luftmasche. Da haben wir jetzt hier so eine kleine Lücke, wo wir die Luftmasche haben und dann immer 2 Stäbchen. Das Ganze nochmal, 2 Stäbchen, immer in den Ring eingestochen und eine Luftmasche. Das wiederholt ihr jetzt so lange, bis ihr insgesamt 8 von diesen Zweiergruppen habt. Denkt immer an die Luftmasche und am Ende der Runde, nachdem ihr eure 8. Gruppe mit den 2 Stäbchen gemacht habt, macht ihr auch nochmal eine Luftmasche als letztes. Das zeige ich euch aber jetzt gleich. So, und zwar habe ich jetzt 2 Stäbchen 8-mal in diesem Ring. Und danach mache ich meine letzte Luftmasche. Und dann stecht ihr hier in die 3. Luftmasche ein von unserem Anfangs-Ersatzstäbchen und macht eine Kettmasche. Also holt den Faden durch und gleich noch einmal durch. Dann haben wir so ein kleines Rädchen und in diesem Rädchen müsstet ihr dann insgesamt 16 Stäbchen haben. Mit diesem Ersatzstäbchen am Anfang mitgezählt, diese 3 Luftmaschen. Also insgesamt 16 Stäbchen und dann können wir einen Farbwechsel machen. Dazu lockert ihr den Faden, schneidet den hier ab und könnt den dann hier beenden, dass der sich auch nicht mehr löst.
Dann nehmt ihr die neue Farbe. In meinem Fall wäre das diese dunkle Lila. Und dann geht ihr in einen dieser Zwischenräume, wo ihr diese Luftmasche habt. Also nicht zwischen die beiden Stäbchen, sondern immer dann danach. Danach, wo ihr diese Trennungsluftmasche gemacht habt. Da geht ihr einfach in den Zwischenraum rein, holt euch den Faden auf die Nadel. Und ich mache das dann immer so, ich verknote das. Dann hole ich mir den Faden nochmal hier hoch. Und ihr macht wieder 3 Luftmaschen. Und ein Stäbchen in dieselbe Lücke, also direkt darunter ein Stäbchen. Dann eine Luftmasche. Und jetzt machen wir nochmal 2 Stäbchen, aber in dieselbe Lücke. Also in dieselbe Lücke nochmal 2 Stäbchen. So, dann habt ihr hier in dieser Lücke von der Vorrunde 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen drin. Dann gehen wir einfach in die nächste Lücke, also nach diesen 2 Stäbchen, sucht ihr euch den nächsten Zwischenraum, wo wir unsere Luftmasche gemacht haben, und macht wieder dasselbe, 2 Stäbchen. 1, 2, eine Luftmasche und nochmal 2 Stäbchen. 1 und 2. Immer in dieselbe Lücke eingestochen. Und so verfahrt ihr jetzt mit jeder Lücke. Das heißt, ihr macht hier in die Lücke dieses Päckchen mit 2 Stäbchen, Luftmasche 2 Stäbchen, dann nach den 2 Stäbchen in diese Lücke, dann wieder nach den nächsten 2 Stäbchen in diese Lücke. Das macht ihr in jede Lücke immer getrennt von diesen 2 Stäbchen abwechselnd, immer wieder dasselbe, wie so ein V ist das. Und das macht ihr jetzt überall, bis ihr am Ende angekommen seid. So, und wenn ihr das gemacht habt, müsstet ihr insgesamt 8 von diesen Päckchen haben, weil wir ja 8 Zwischenräume hatten. Und dann geht ihr in die dritte Luftmasche von unserem Ersatzstäbchen rein und macht eine Kettmasche, also den Faden holen und durchziehen und gleich nochmal durchziehen. Schneidet aber nicht den Faden ab. Und zwar machen wir die nächste Runde auch in dieser Farbe, weil das wird jetzt unser Blütenblatt, entsteht jetzt dadurch. Und wir gehen einfach in diesen Zwischenraum, wo wir unsere Luftmasche gemacht haben, in den nächsten Zwischenraum rein, also in dieses V in die Mitte, hier einfach rein und holen den Faden durch und nochmal durch. Also wir hüpfen mit einer Kettmasche in diese nächste Lücke. Und an der Stelle machen wir einfach 3 Luftmaschen als Ersatzstäbchen, also das zählt jetzt als Stäbchen. Und wir machen noch insgesamt 6 Stäbchen in diese Lücke rein. Also einfach da hinein, wo ihr die 3 Luftmaschen jetzt drauf habt, 6 Stäbchen häkeln. So, das heißt, ihr müsstet jetzt mit diesem Ersatzstäbchen am Anfang insgesamt 7 Stück haben. Dann gehen wir einfach in die nächste Lücke hier zwischen unserem Päckchen und machen dort hinein 7 Stäbchen. Also hier reinstechen. 1.
7. Also, ich zeige euch das. Wir haben jetzt hier immer zwischen unseren Päckchen in dieser Runde immer 7 ganze Stäbchen. Keine Luftmaschen dazwischen. Und so springt ihr jetzt einfach in die nächste Lücke. Hier in die hier. Also nicht gleich unser nächstes hier nach dem V, sondern im nächsten V drinne. Und macht dort hinein auch wieder 7 Stäbchen. Und das macht ihr mit jeder Lücke zwischen unseren Päckchen von der Vorrunde. Immer 7 Stäbchen reinhäkeln, bis ihr am Ende angekommen seid. So, und wenn ihr soweit seid, dann macht ihr wieder eine Kettmasche in die dritte Luftmasche. Zählt ihr ab, Kettmasche, und beendet den Faden auch, weil wir jetzt einen Farbwechsel machen. Und zwar nehmen wir jetzt diese Grün für diesen Rand, also das, was unseren Blütenblättern diese typische Form auch verleiht. Und dazu müsst ihr jetzt ganz genau einstechen, und zwar legen wir los in dieser letzten Masche, also da, wo euer Knoten ist, direkt hinter dem Knoten geht ihr mit der Nadel rein. Das ist ganz wichtig. Holt euch den neuen Faden. Dann könnt ihr wieder erstmal einen Knoten machen. Dann gehe ich nochmal hier rein und hole mir den Faden nach oben und mache eine Luftmasche. Und da, wo ihr jetzt seid, da geht ihr einfach nochmal unten drunter und macht eine feste Masche. Und so haben wir unsere erste Masche schon gemacht und müssen jetzt nur noch 6 Maschen in die folgenden Maschen häkeln. Da geht ihr jetzt in die erste Masche rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ab da kommt jetzt unser Strich, der hier bis runter geht, der diese typische Form macht von dem Blütenblatt. Dazu macht ihr wie für ein Stäbchen ganz normal einen Überschlag. Und stecht nicht hier in der Vorrunde in den Zwischenraum, sondern eine Etage tiefer zwischen diesen Vs ein, holt den Faden hier hoch. Dann zieht so ein bisschen dran, dass das Ganze nicht so gequetscht wird nachher beim Zusammenziehen. Mascht 2 ab und nochmal 2 ab. So, und in die folgenden Maschen kommen jeweils eine feste Masche. Das müssten dann 7 Stück sein. Da stecht ihr gleich in die erste freie Masche ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, was mache ich denn? Und 7. Ganz einfach 7 feste Maschen. Dann sind wir wieder bei dem Zwischenraum, machen wieder einen Umschlag und gehen wieder eine Etage tiefer in den Zwischenraum. Hol den Faden hoch, maschen 2 ab und nochmal 2 ab. Und dann wieder, ihr müsst immer aufpassen, dass ihr wirklich hier auch in die erste schon einstecht, die versteckt sich immer. 7 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Dann wieder den Überschlag, hier unten einstechen, nach oben holen, 2 abmaschen, 2 abmaschen. Dann wieder 7 feste Maschen, 1, 2 und so weiter. Das macht ihr bis zum runden Ende, bis ihr überall eure 7 festen Maschen und dieses Stäbchen habt. Ich zeige euch jetzt gleich noch, wie die Runde beendet wird, weil da müssen wir noch ein letztes Stäbchen machen. Das zeige ich euch gleich. Also am Ende angekommen, nach den 7 festen Maschen, bei dem letzten Blütenblatt, macht ihr einfach nochmal einen Umschlag, macht hier unten in diese letzte Lücke nochmal ein Stäbchen. Und dann beendet ihr die ganze Runde, indem ihr hier vorne in die erste Masche einstecht.
und eine Kettmasche macht, dann könnt ihr den Farben auch die Farbe auch beenden und einen Farbwechsel machen, weil jetzt kommt unser weißer Rand. Für den weißen Rand ist es wichtig, dass ihr oben auf einem dieser Striche, also dieser Stäbchen einsticht, also einfach oben einstechen. Welcher davon ist egal. Und da fügt ihr eure Weiß an. Ich hole mir dann den Faden wieder nach oben und beginne gleich mit 3 Luftmaschen. Die zählen als ein Stäbchen. Und ihr werdet in die nächsten drei freien Maschen jeweils ein Stäbchen machen. Also gleich in die nächste einstechen, ein ganzes Stäbchen häkeln, in die zweite Masche ein ganzes Stäbchen und in die dritte Masche ein ganzes Stäbchen. Dann habt ihr rein theoretisch mit diesem Ersatzstäbchen vorne aus 3 Luftmaschen 4 Stäbchen. Als nächstes beginnen wir unsere Ecke zu formen, also die erste Ecke. Dazu macht ihr in die nächste freie Masche 2 ganze Stäbchen. 1 und 2. Dann eine Luftmasche und nochmal 2 ganze Stäbchen in dieselbe Masche. Dadurch haben wir jetzt eine dieser Ecken für unser Quadrat. Sieht man jetzt schon so ein bisschen. Und nach dieser Ecke macht ihr wieder in die folgenden 4 Maschen je ein ganzes Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Dann wollen wir, dass das Ganze wieder tiefer kommt. Also machen wir 2 halbe Stäbchen. Dazu stecht ihr ein, also macht einen Überschlag wie bei einem ganz normalen Stäbchen, stecht ein und holt den Faden durch und mascht alle 3 Schlaufen auf einmal ab. Das Ganze nochmal in die nächste Masche, ein halbes Stäbchen. Dann machen wir in die kommenden 3 Maschen einfach nur eine feste Masche. 1, 2, und 3 und wollen jetzt wieder ein bisschen an Höhe gewinnen, deswegen machen wir wieder 2 halbe Stäbchen in den nächsten 2, 1 und 2 und danach kommen wieder 4 ganze Stäbchen, also 1, 2, 3 und 4. So, also haben wir jetzt hier unsere erste Ecke und haben den Rand hier schön wellenförmig umarbeitet. Und wenn ihr sehen wollt, was hier die ganze Zeit neben mir schnarcht und grunzt und so weiter, das hier macht die Indi. Die fühlt sich total wohl, wenn ich Videos mache. Das findet sie immer ganz toll. Die bringt jetzt gerade das ganze Sofa durcheinander. Ja, okay, fertig jetzt. So, und jetzt wird aber weitergearbeitet hier. Nach diesen 4 Stäbchen machen wir wieder eine Ecke. Das heißt, ihr macht 2 Stäbchen in ein und dieselbe Masche plus eine Luftmasche und dann nochmal 2 Stäbchen in die gleiche Masche. Und nach der Ecke wiederholt sich das jetzt wieder. Ihr macht wieder 4 ganze Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Dann kommen wir wieder niedriger und machen wieder die 2 halben Stäbchen. 1, 2. Danach wieder 3 feste Maschen. 1, 2, 3. So, und danach wollen wir wieder in die Höhe
Also kommen jetzt wieder die zwei halben Stäbchen dran. Eins. Und in das nächste noch eins. Danach kommen jetzt wieder vier ganze Stäbchen. Eins. Jetzt müssen wir aufpassen, das war unser Knoten hier. Da müssen wir jetzt da rein. Zwei. Drei. Und vier. Danach machen wir unsere dritte Ecke. Dazu macht ihr dann wieder in die nächste Masche zwei Stäbchen. Eins, zwei, eine Luftmasche. Eins, zwei. Also zwei Stäbchen, Luftmasche, zwei Stäbchen. Dann in die nächsten vier Maschen wieder ein ganzes Stäbchen. Und dann kommen wieder zwei halbe Stäbchen. Das wiederholt sich einfach auf jeder Seite immer. Dann macht ihr wieder die drei festen Maschen. Dann nochmal zwei halbe Stäbchen hintereinander. Dann kommen wieder die vier Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann ist wieder unsere Ecke dran. Das ist dann jetzt unsere letzte Ecke. Dazu macht ihr wieder zwei Stäbchen plus eine Luftmasche plus zwei Stäbchen, wie in jeder Ecke. Danach kommen wieder vier ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei und vier. Und dann machen wir in die nächsten beiden wieder unsere zwei halben Stäbchen. Eins, zwei. Dann kommen wieder die drei festen Maschen. Und nochmal zwei halbe Stäbchen, damit das Schema wieder komplett ist. Also in die vorletzte ein halbes Stäbchen und in die letzte müsstet ihr jetzt noch ein halbes Stäbchen machen können. Dann kommen hier diese vier, wie es weitergehen würde im Schema. Da stecht ihr in die dritte Masche ein, holt den Faden durch und macht eine Kettmasche. Dann könnt ihr den Faden beenden und euer wunderschönes Granny Square mit African Flower ist fertig. Ja, und ich hoffe, euch hat die Anleitung gut gefallen und ihr habt Spaß daran. Ihr könnt jetzt mit anderen Farben und so weiter ganz andere Blütenformen kreieren, indem ihr einfach an einer anderen Stelle auch einen Farbwechsel macht. Das sieht dann immer anders aus und ihr könnt ganz tolle bunte Blüten machen. Wenn ihr wollt, ihr könnt mir gerne Fotos schicken von euren Werken auf Facebook, auf Instagram. Da freue ich mich jedes Mal. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Häkeln.